Berlin. Ausgangspunkt einer revolutionären Theorie über den Ursprung der Menschheit. Forschung im Schwimmbad Jungfernheide, Berlin. Am lebenden Objekt. Die Wissenschaftler wollen herausfinden, was den Menschen dazu gebracht hat, aufrecht zu gehen. Übrigens als einziges Säugetier. Die Forscher sind überzeugt, ohne den aufrechten Gang gäbe es den modernen Menschen nicht. Und damit auch nicht die Welt, wie wir sie heute kennen. Klar ist, was heute ein Kleinkind in nur ein paar Monaten lernt, hat in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit mehrere Millionen Jahre gedauert. Aber warum verspürten irgendwelche Vormenschen auf einmal den Drang, sich aufzurichten und damit überhaupt erst zu einem Menschen zu werden? Es ist ein großes Rätsel. 200 Millionen Jahre lang gehen Säugetiere auf vier Füßen, ohne Probleme. Die Natur experimentiert mit immer neuen Formen. Doch der aufrechte Gang kommt erst ganz am Ende der Evolution hinzu. Bisher hieß es, affenähnliche Baumbewohner hätten vor rund 8 Millionen Jahren die grasbedeckte Savanne bevölkert. Das aufrechte Gehen verhalf ihnen zu mehr Übersicht. Diese sogenannte Savannentheorie galt lange Zeit als ein unumstößliches Dogma. Vor Gewissheiten muss man sich in Acht nehmen. Wenn man sich seiner Sache zu sicher ist, stimmt oft irgendetwas nicht. Und tatsächlich, im Laufe der Zeit zweifeln immer mehr Wissenschaftler an der Savannentheorie. Doch neue Theorien haben es im Wissenschaftsapparat schwer, sich durchzusetzen. Ja, oft auch überhaupt wahrgenommen zu werden. Vor allem dann, wenn sie von jungen, noch nicht etablierten Forscherinnen und Forschern formuliert werden. Wissenschaftler ignorieren und ignorieren und ignorieren eine neue Theorie und plötzlich stellen sie sich hin und sagen, das haben wir doch schon längst gewusst. Das bekam auch Carsten Niemitz zu spüren. Der Mathematiker, Mediziner und Biologe ist davon überzeugt, der aufrechte Gang ist bei Affen entstanden, die am Wasser lebten. Wenn man sich das hier mal anschaut, man hat ein Ufer. Und wo würde man als Vorfahre des Menschen dann leben wollen? Niemitz glaubt, der Mensch ist wie geschaffen für ein Leben am Ufer. Ich als Urmensch würde dort zum Beispiel Austrocknungstümpel finden. Da sind Frösche drin, da sind Muscheln, es sind eingeschlossene Fische. Es gibt hervorragende Nahrung. Weltweit suchen und lieben die Menschen das Wasser. Aber ist das schon ein gültiger Hinweis auf die Zeit, in der der Mensch gelernt hat, aufrecht zu gehen? Vor mehr als 10 Jahren beobachtet Carsten Niemitz das Badeverhalten von Affen. Und das bringt ihn auf eine revolutionäre Idee. Dann war ich hier in der Jungfernheide im Schwimmbad und dann sehe ich, mit welcher Lust die Leute ins Schwimmbad kommen, da die Kinder spielen im Wasser und so. Und die Eltern, mit denen da planschen. Und da habe ich gedacht, diese Liebe zum Wasser, ja fast schon diese Sucht nach Wasser, auch was Urlaub betrifft und so weiter, das muss doch etwas sein, was tief in unserer Seele wurzelt. Carsten Niemitz und seine Studenten dokumentieren systematisch das Verhalten der Badegäste. Wer schwimmt? Wie lange? Wer spielt oder wer wartet nur im flachen Wasser? Wer kümmert sich um die Kinder? Wer liegt einfach nur faul am Ufer herum? Aus den gesammelten Daten will Niemitz Hinweise und Rückschlüsse gewinnen auf das Verhalten unserer Vorfahren. Sein Ansatz ist gewagt und provokant.
Bisher haben sich Forscher bei der Suche nach dem Ursprung des Menschen allein auf die Beobachtung von Menschenaffen konzentriert. Bekannt aber ist, die gemeinsame Entwicklung von Affe und Mensch trennt sich kurz vor der Entstehung des aufrechten Gangs. Das heißt, heute, 8 Millionen Jahre später, sind Schimpansen ebenso weit von den Vormenschen entfernt wie auch der moderne Mensch. Niemeths Schlussfolgerung? Das Verhalten des heutigen Menschen sagt über einen Vormenschen ebenso viel aus wie das Verhalten von Schimpansen. Ich bin jetzt bei Zeitpunkt 10. Minute, Kind. Und dann als nächster Proband war eine Frau, grünes Top. Die hatten ein Kind dabei, Kind 1. Mhm. Kind 3. Inzwischen konnte Niemitz und sein Team Daten zu mehreren tausend Badegästen auswerten. Sie zeigen eindeutige Tendenzen. Was man sehr schön sieht, ist, diese Strandsituation ist ein bisschen Abbild auch unserer Evolution, unseres evolutiven Erbes. Wir sind die Ufertiere, die sich am Land sehr wohlfühlen, dort aber auch rasten wollen, das Ufer sehen wollen. Und die Kinder müssen erst mit diesem gefährlichen Medium umgehen lernen, spielen deswegen sehr viel da drin. Und die Erwachsenen passen auf und gehen zwischendurch mal sich erfrischen. Die Zahlen zeigen, das Schwimmbad hieße besser Uferbad. 86% ihrer Zeit verbringen die Badegäste an Land, aber in Wassernähe. 12% ihrer Zeit warten sie im flachen Wasser. Nur 2% ihrer Zeit im Bad schwimmen die Menschen wirklich. Hier sind ganz wenige Punkte da hinten zu sehen, wo die Leute schwimmen. Das sind mal ganz vereinzelte Köpfe. Für Carsten Niemitz ist vor allem der überwiegende wartende Aufenthalt im flachen Wasser die Initialzündung für seine neue Theorie vom aufrechten Gang. Das Warten im Wasser soll den Menschen in seiner Evolution nach vorne katapultiert haben. Zwar gibt es auch viele Landsäugetiere, die sich zumindest zeitweise für den besseren Überblick auf ihre Hinterbeine stellen. Weil sie so zum Beispiel im Kampf größer und stärker wirken. Aber kein Säugetier hat sich auf den dauerhaften, aufrechten Gang spezialisiert. Denn auf vier Beinen sind und bleiben sie alle viel schneller und wendiger. Der aufrechte Gang, ein Nachteil. Der Mensch dagegen hat innerhalb von rund 8 Millionen Jahren den aufrechten Gang Stück für Stück verbessert. Über 200 Muskeln sind an jedem Schritt beteiligt. Selbst heute ist der Mensch mit seinem Körperbau noch immer nicht an diese Entwicklung optimal angepasst. Ist schon steif in sich, relativ. Boah, das sind 4, 5 G. Das ist ein, ja. Da sieht man mal, was die Hüfte aushalten muss. Ja? Genau, ja. Ja, und dass der Mensch keineswegs eben kontinuierlich in der Geschwindigkeit geht, ja, wie ein Rad oder so, sondern dass man ständig abgebremst und wieder neu beschleunigt wird, das kostet halt viel Energie. Ne? Und das, obwohl man sehr, sehr, sehr elastisch geht. Ja. Kopf, Arme, Hüfte und Beine wirken im Zusammenspiel wie ein Pendel. Das bringt Schwung nach vorne und hält gleichzeitig den Körper im Gleichgewicht. Diese bei Säugetieren einzigartige Fortbewegung auf zwei Beinen hat aber auch ihren Preis. Alles das hat sehr viel gekostet sozusagen in der Evolution. Denn wir sehen ja, wie viele Hüftgelenke ersetzt werden müssen bei alten Leuten. Wir sehen, dass die Kniegelenke sehr stark belastet sind. Permanent werden beim Gehen die Gelenke gestaucht. Die Folge? Alleine in Deutschland müssen jährlich rund 400.000 Menschen an Knie oder Hüfte operiert werden. Dem Gesundheitssystem entstehen damit jährliche Kosten in Milliardenhöhe. Hier an dieser Wirbelsäule sieht man schon die pathologischen Veränderungen. Nämlich hier sieht man diese Randleisten, die sich ergeben haben.
Obwohl dieser Mensch nicht besonders alt gestorben ist, kann man jetzt bereits sehen, dass die Wirbelsäule hier großen Belastungen ausgesetzt ist, die sie auf Dauer nicht halten könnte. Also das sind hier schon krankhafte Veränderungen der Wirbelsäule an den typischen Stellen, nämlich an den unteren drei Wirbeln. Statistisch gesehen zählen Rückenschmerzen zu den häufigsten Leiden, zumindest der Wohlstandsgesellschaft. Mehr als 30% der Männer und Frauen in Europa leiden an chronischen Rückenschmerzen. In den Industrieländern kann nur jeder Fünfte behaupten, er hätte niemals im Leben Rückenschmerzen gehabt. Schmerzlindernd wirkt oft, sich wenigstens kurzzeitig wieder auf alle Viere zu begeben. Kreise mit deinem Bauchnabel zu fahren, wie ein Ring. Sehr zur Entlastung deiner Wirbelsäule, zur Entspannung deiner Rückenmuskulatur. Wären wir in der Evolution Vierfüßer geblieben, hätte es nie irgendwelche Wirbelsäulenprobleme gegeben. Es muss einen ganz starken Druck gegeben haben in der Evolution, dass der Vierfüßer, der so gut angepasst ist, sich trotzdem aufgerichtet hat und ein Zweifüßer geworden ist. Atme gleich mäßig weiter und spür die Spannung im Rumpf. Heute unterstützt eine starke Bauch- und Rückenmuskulatur den aufrechten Gang des Menschen. Und das, was du vorhin an der Vorderseite am Bauch gespürt hast, vor 8 Millionen Jahren aber, am Anfang des aufrechten Gangs, sind Bauch- und Rückenmuskeln wahrscheinlich noch nicht so stark ausgeprägt. Und hierbei spielt nun das Wasser eine wichtige Rolle. Denn das Wasser nimmt dem Menschen fast 100% des eigenen Gewichts ab. Fast ein Zustand der Schwerelosigkeit. Selbst Babys fühlen sich oft wohl im Wasser. Bis zum 10. Monat haben sie sogar einen angeborenen Atemreflex. Er macht sie zu ausgesprochen guten Tauchern. Solche Beobachtungen haben bereits vor rund 70 Jahren zu einer skurrilen Theorie über die Entstehung des Menschen geführt. Man war der Ansicht, dass der Mensch von schwimmenden Affen abstammt. Diese Schwimmaffen sollen ihre Kinder im Wasser bekommen haben. Sie verloren ihr Fell, um schneller schwimmen zu können, und entwickelten dafür sogar Paddelhände und Flossenfüße. Diese Wesen hätten also gelebt wie Delfine. Erst im Laufe der Evolution sollen sie sich wieder zurück zu Landtieren entwickelt haben. Doch mit dieser sogenannten Wasseraffentheorie will Carsten Niemitz auf keinen Fall in Verbindung gebracht werden. Ich fand das eine ganz lustige, faszinierende Geschichte, aber ich fand sie auch albern. Nicht im tiefen Wasser, sondern am Ufer sucht Carsten Niemitz nach wissenschaftlichen Argumenten für seine Theorie. Berlin-Treptow, ein Park an einem der unzähligen Gewässer der Großstadt. Hier ist Baden verboten. Und trotzdem kommen an einem warmen Sommertag Hunderte hierher ans Ufer. Was machen die Leute hier? Sie kommen zum Picknicken, sie legen sich einfach nur hin. Manchmal sehen sie das Wasser gar nicht, sondern sie hören das Wasser plätschern. Sie wissen, jetzt bin ich an einem Ufer. Niemitz und sein Team befragen die Parkbesucher, wo sie am liebsten Rast machen, wenn sie eine Grünanlage betreten. Welche Rolle für sie der Anblick und die Nähe eines Gewässers spielt. 24.000 Antworten zeigen, wo Wasser ist, dauert ein Picknick bis zu 3-mal länger als in Parks ohne Wasser. Das ist ganz selektiv. Die Berliner suchen sich speziell die Ufer aus. Sobald das Wetter schön ist, zieht es die Menschen ans Wasser. In allen Untersuchungen weltweit das gleiche Bild. Parks, die keine Gewässer haben, werden deutlich weniger aufgesucht. Niemitz glaubt sogar, dass dieses Verhalten vererbbar ist, an uns weitergegeben wurde. Er nennt das evolutionäre Psychologie. Ich bin ganz überzeugt, dass unser Verhalten, auch unser Freizeitverhalten, stark durch unsere Gene beeinflusst wird. Wir hängen da einfach so an unserer genetischen Strippe. Werbepsychologen machen sich den Ufermenschen in uns schon seit Jahrzehnten zunutze. Eine Befragung deutscher Reiseunternehmen zeigt, über 75% aller Urlauber buchen ein Reiseziel in Gewässernähe. Selbst ein Binnenland wie Ungarn wirbt damit.
Niemitz hat sogar hunderte von Werbeprospekten für den Winterurlaub untersucht. Über die Hälfte davon zeigte Hochglanzbilder von Menschen in Badelandschaften. Sogar Angebote für Reiterurlaube, die auf den ersten Blick gar nichts mit Wasser zu tun haben, bestätigen seine These. Man nimmt den Katalog in die Hand und findet 40% der Fotos von allen Zielen, von Ägypten bis Zypern, durchs ganze Alphabet in der ganzen Welt, 40% der Fotos sind die Reiter mit dem Pferd im Wasser. Und hinten auf dem Katalog steht drauf, wir wollen, dass Sie sich wohlfühlen. Und was wird gezeigt? Ein Reiter, der an einem Küstensaum in die Abendsonne hineinreitet. Alle wollen zum Wasser. Die große Nachfrage bestimmt den Preis. Nur wenige können sich heutzutage ein Haus am See leisten. Ganz egal, ob man das in unserem Klima oft nutzen kann. Aber das Gefühl, ich besitze ein Ufer, ich könnte das Ufer nutzen, macht die Immobilie einfach teuer. Viele Indizien im menschlichen Verhalten scheinen dafür zu sprechen. Die Evolution des Menschen könnte enger mit dem Wasser verknüpft sein, als bisher angenommen. Damit stellt sich Niemitz gegen die Meinung vor allem der Wissenschaftler, die sich auf die Erforschung fossiler Überreste von Vormenschen spezialisiert haben. Für sie gelten harte Knochen als fast schon einzige legitime Quelle für Informationen über die Evolution des Menschen. Man muss den Knochen als Beweis im Auge behalten. Knochen lügen nicht. Der Tresor des Instituts für Paläoanthropologie der Universität Frankfurt. Wer Originalfunde von Urmenschen besitzt, behandelt sie wie einen Schatz. Es gibt eine Vereinbarung, dass solche Funde allen Forschern weltweit zugänglich gemacht werden sollen. Man sagt, es gibt viel mehr Urmenschenforscher als Knochen von Urmenschen. Deshalb werden von den wenigen Originalen detailgetreue Kopien hergestellt. Doch so viel man auch kopieren mag, die Forschungsergebnisse scheinen oft mehr über den Wissenschaftler selbst auszusagen als über den untersuchten Gegenstand. Wenn Sie einen Knochen finden, dann haben Sie eine Vorstellung, eine Idee. Aber manchmal hat man ganz unterschiedliche Ideen. Es ist schon passiert, dass wir 4 Forscher waren und 4 verschiedene Meinungen hatten. Die Interpretationshoheit ist weltweit hart umkämpft. Und mit ihr das Bild von der Entstehung der Menschheit. Letztlich beruht es schon immer auf reiner Interpretation und Hypothesen. Es fehlen harte Fakten. Also wir haben ein paar tausend Funde aus ein paar Millionen Jahren. Das heißt, also, es sind immer so mehrere tausend Generationen statistisch gesehen, wo man einen Fund hat. Das würde auf Europa bezogen bedeuten, man hat eine römische Münze und man hat eine Coca-Cola-Dose und würde da die gesamte Geschichte Mitteleuropas erklären. Seit Charles Darwin schreibt die Urmenschenforschung an der Evolution des Menschen. Doch bis heute hat sie mit den Knochen nur wenig Verlässliches zur Verfügung. Der Vergleich mit einem Buch zeigt, ein Buchstabe, ein Wort, vielleicht ein halber Satz müssen ausreichen, die gesamte Geschichte zu erzählen. Der Rest sind Hypothesen. Am Naturhistorischen Museum in Paris erforscht die Paläontologin Brigitte Senu, wie aus Uraffen im Laufe von Jahrmillionen Vormenschen wurden. Ihre Karriere beginnt mit einem Paukenschlag, als sie behauptet, Lucy, die bis heute bekannteste Urahnin des Menschen, muss vor 3 Millionen Jahren in einer sehr baumreichen Umgebung gelebt haben. Zu der Zeit, also 1978, ist die Fachwelt noch felsenfest davon überzeugt, der aufrechte Gang kann nur in einer sehr baumarmen Savanne entstanden sein. Niemand hat bis dahin gewagt, das anzuzweifeln. Ich wurde vor einem Auditorium von 400 Personen als Heretikerin bezeichnet, weil ich es wagte zu sagen, dass Lucy auf Bäume kletterte. Bis amerikanische Kollegen auf das gleiche Ergebnis kamen mit anderen Methoden. Die hat man dann nicht als Heretiker bezeichnet. Wer gegen festgefahrene Ideen vorgeht, hat es schwer. Senu sucht am Skelett von Uraffen nach Merkmalen des aufrechten Gangs.
Der Vergleich des Oberschenkels eines Schimpansen mit dem eines Menschen zeigt am besten, wer aufrecht geht und wer nicht. Das zeigt sich an der Länge des Oberschenkelhalses. Im Vergleich zur Größe des Gelenks ist er beim Menschen wesentlich länger, während er beim Schimpansen viel kürzer ist. Der Durchbruch gelingt ihr im Jahr 2000. Brigitte Senu entdeckt in Kenia die fossilen Reste eines etwa 6 Millionen Jahre alten Vormenschen. Nur 20 einzelne, zum Teil sehr klein fragmentierte Knochen. Darunter ein Oberschenkel mit intaktem Oberschenkelhals. Brigitte Senu kann an diesem Knochen beweisen, dass der von ihr entdeckte Vormensch namens Ororin tugunensis ein aufrecht gehendes Wesen war. Hier bei Ororin ist man noch nicht am unteren Ende des Oberschenkelknochens. Das bedeutet, dass der Oberschenkel mit Sicherheit länger war als bei einem Schimpansen gleicher Größe. Und das ist wichtig, denn das ist eines der grundlegenden Merkmale des aufrechten Gangs. Wenn man dauerhaft aufrecht geht, sind die Beine und vor allem der Oberschenkel länger. Das Röntgenbild des Oberschenkelhalses zeigt einen eindeutigen Hinweis. Der Knochen ist an der Unterseite verstärkt. Genau wie beim Menschen. Das ist etwas sehr Interessantes. Denn bei Tieren, die dauerhaft auf zwei Beinen gehen, muss der Oberschenkelhals verstärkt sein. Also, Ororin ging aufrecht. Zwar noch nicht genauso wie wir, aber er hielt seinen Oberkörper aufrecht. Vor 6 Millionen Jahren ging Ororin, ein Vorläufer des Menschen, hier auf dem Gebiet des heutigen Kenia, schon aufrecht. Brigitte Senu hofft, in der Nähe der Ororin-Fundstelle noch mehr Knochen und weitere Spuren zu finden. Die afrikanische Regenzeit macht es ihr leicht. Jedes Jahr werden unzählige Fossilien, wie zum Beispiel dieser Zahn einer Antilope, aus den weichen Erdschichten vom Regen herausgewaschen. Die Fossilien an der Ororin-Fundstelle geben überraschende Informationen. Ororin muss in einer feuchten Baumlandschaft gelebt haben. 2 bis 3 Monate dauern die aufwendigen Präparationsarbeiten an den Fossilien. Der Knochen eines winzigen Nagetiers. Die genaue Bestimmung der Art gibt eindeutige Hinweise darauf, wie die Umweltbedingungen vor rund 6 Millionen Jahren waren. Dieser Nager hat in einem feuchten Wald gelebt. Zeitgleich mit Ororin. Das beweisen auch versteinerte Pflanzenblätter. Ihre spitz zulaufende Form zeigt, dass es hier vor 6 Millionen Jahren oft geregnet haben muss. Diese Tropfspitzen leiten das Regenwasser leichter vom Blatt ab. Doch war das Klima damals in ganz Afrika so regenreich wie hier? Das Rift Valley im Osten Afrikas. Hier wurden bisher die meisten Urmenschen gefunden. Ein internationales Team von Geowissenschaftlern der Universität Potsdam sucht nach Hinweisen auf das afrikanische Klima der letzten 10 Millionen Jahre. Martin Traut erkennt an den Sedimenten, dort, wo heute staubtrockene Täler und Canyons liegen, muss es vor wenigen Millionen Jahren noch völlig anders ausgesehen haben. Einen deutlichen Hinweis darauf gibt erstarrte Lava. Das ist ein Basalt. Man kann sehr schön sehen, dass der hier so eine rostbraune, schwarze Rinde hat. Und das deutet darauf hin, dass diese Lava in einen See reingeflossen ist, weil das ist nämlich eine Glasrinde. Ist abgeschreckt worden, sehr schnell abgekühlt. Was das für ein See war, wie er sich entwickelt hat und wann er endgültig ausgetrocknet ist, das erforschen die Wissenschaftler anhand der Sedimente. Unter dem Mikroskop zeigt sich, die Sedimentproben aus dem Lake Suguta, einem heute ausgetrockneten See in Kenia, bestehen zum größten Teil aus Algen, 0,03 Millimeter groß. Darunter sind Arten, die ausschließlich in Seen leben, die mindestens 150 Meter tief sind. Der Lake Suguta muss demnach riesige Ausmaße gehabt haben. Heute ist dort nur noch Wüste.
Das hier war sicherlich mehr so aus dem Zentrum, wo wir wirklich 300 Meter tief waren. Eine Sedimentprobe aus demselben See. Je zwei Linien stehen für einen Jahreszyklus. Dunkel die Trockenzeit, hell die Regenzeit. Fossiles Wetter, Jahrmillionen alt. Was den Experten dabei auffällt, sind ausgeprägte Perioden, in denen das Klima viel feuchter war als heute. Die bisherige Theorie von der Evolution des aufrechten Gangs in einem trockenen Klima, sie kann nicht stimmen. Wir haben herausgefunden, dass es genau umgekehrt ist. Dass nämlich zu den Zeiten, als wir besonders wichtige Evolutionsschritte hatten als Menschen, dass wir da eben ein sehr feuchtes, wechselhaftes Klima hatten. Die Erde vor 7 Millionen Jahren. Das heutige England ist mit dem Festland verbunden. Die Niederlande, Norddeutschland und Dänemark liegen bis auf wenige Inseln unter Wasser. Weiter im Süden spielen sich dramatische geologische Ereignisse ab. Immer wieder verliert das Mittelmeer die Verbindung zum Atlantik. Mindestens 10-mal trocknet es fast vollständig aus. Und in Afrika? Innerhalb eines Zeitraumes von mehr als 5 Millionen Jahren gibt es einen ständigen Wechsel von trockenem zu feuchtem Klima. Große Seen trocknen aus und entstehen innerhalb kürzester Zeit wieder neu. Der ehemals riesige Dschungel zieht sich immer weiter zurück. Er weicht einer lichten Baumsavanne. Ist das Klima feucht und relativ kühl, gibt es hier am Rand des Regenwaldes unzählige Flüsse und Seen. Und genau hier entdecken Forscher immer neue Fundstellen von Urmenschen. Mit seiner Hypothese des feuchten Klimas macht sich auch Martin Traut zunächst keine Freunde in Forscherkreisen. Mit der Meinung standen wir sehr lange relativ alleine, also zumindest 2-3 Jahre hatten wir damit wirklich Probleme, die in der Wissenschaftswelt zu etablieren, weil eben diese andere Meinung, dass es Trockenheit ist, die die Menschheit vorantreibt, die ist sehr stabil. Der deutsche Urmenschenforscher Friedemann Schrenk gräbt seit mehr als 30 Jahren im Osten Afrikas. Er hat seine Meinung schon vor Jahren geändert, denn ihm fiel auf, Fossilien früher Vormenschen wurden bisher immer zusammen mit Knochen einer sehr typischen Tierwelt gefunden. Diese Lebenszusammenhänge zwischen solchen Funden und den Vormenschen, den frühen Hominiden, wurden von vielen Forschern lange Zeit nicht wirklich beachtet und untersucht. Das sind fossile Reste von Tieren, die im Wasser gelebt haben, also zum Beispiel Schildkröten, Hippos, also Flusspferde in sehr großer Anzahl oder auch Krokodile. Und das sind genau die Fundzusammenhänge, in denen die frühen Hominiden gefunden werden. Friedemann Schrenk ist sich heute sicher. Die Vorfahren der Menschen waren auf ein Leben an und in der unmittelbaren Nähe von Ufern spezialisiert. Trotz aller tödlichen Gefahr. Wenn man die Krokodile beobachtet, wenn man ganz genau weiß, was die machen, und das traue ich den frühen Vormenschen auch zu, sind Krokodile durchaus beherrschbar. Sie waren also clever genug, um sich gegen die gefährlichen Reptilien zu behaupten. Auch heutige Schimpansen wissen das und gehen ohne Furcht ins Wasser. Ja, das sind Aufnahmen der BBC von David Attenborough. Also steht hier knietief drin und natürlich aufrecht, im Wasser aufrecht. Und das Wasser zwingt sie zum Gehen und das macht sie jetzt mit sehr viel Drehung. Also alles noch sehr, sehr ungeschickt. Aber im Wasser ist das viel leichter, wegen des Auftriebs. Ne? Echt, das ist wirklich enorm. So jetzt. Schimpansen gehen selten ins Wasser. Sie haben sich nie auf ein Leben am Ufer spezialisiert und sind als Vierbeiner im Dschungel geblieben. Vor über 8 Millionen Jahren aber haben sich die gemeinsamen evolutiven Entwicklungsstränge von Schimpanse und Mensch voneinander entfernt. Im Gegensatz zu den Schimpansen sollen die Vormenschen zu Ufertieren geworden sein, mit aufrechtem Gang und Konsequenzen für körperliche Anpassungen an den neuen Lebensraum. Diesen Unterschied zum Schimpansen macht eine Wärmebildkamera sichtbar. Sie zeigt, welcher Körperteil viel Wärme abgibt und welche Partien durch Fettgewebe unter der Haut isoliert sind.
Schimpansen haben nur wenig durch Fettgewebe geschützte Partien. Bei ihnen wird überschüssige Wärme über den Kopf, die Arme und die Beine abgegeben. Beim Menschen ist das völlig anders. Selbst bei starker körperlicher Anstrengung erfolgt die Wärmeabgabe fast ausschließlich über Kopf und Oberkörper. Hüfte und Beine sind dagegen durch Fettgewebe isoliert. Unter Primaten ist dies einzigartig. Möglicherweise ist diese Wärmedämmung die Folge von Anpassung an langes Stehen und Warten in kaltem Wasser. Einen weiteren Hinweis auf eine mögliche Anpassung an ein Leben im Wasser gibt der menschliche Blutkreislauf, der an Land eher Probleme macht. Denn anders als beim Vierbeiner ist die aufrechte Haltung des Menschen an Land eine große Herausforderung für das Herz-Kreislauf-System. Die Schwerkraft führt beim aufrechten Stehen zu Blutansammlungen in den Beinen, mit zum Teil schmerzhaften Folgen. Krampfadern sind eben unter dauerhaftem Druck veränderte Gefäßsituationen. Da ändert sich letztlich der Aufbau der Gefäßwände. Und das Zweite wären chronische Ödeme, so nennt man das, also Anschwellungen des Beines, die dann dazu führen, dass das Gewebe geschädigt wird und sich entzündet und letztlich eine sehr unangenehme Situation für den Menschen hervorruft. Die Mediziner der Deutsche Luft- und Raumfahrt in Köln erkunden normalerweise die Auswirkungen der Schwerkraft auf das Herz-Kreislauf-System von Astronauten. Für diese Dokumentation haben sie ein Experiment entwickelt, das zeigen könnte, das Kreislaufsystem moderner Menschen passt selbst heute noch eher zu einem Ufertier. Mit Druckluft simulieren die Mediziner in einer Druckkammer die Auswirkungen von Wasser auf den Organismus. Bei normalem Druck sammelt sich jetzt das Blut in den Beinen an. Dann einmal Druck. Dann wird der Druck in der Plexiglaskammer hochgefahren. Nach wenigen Minuten ist er so stark, als würde der Proband jetzt bis zur Hüfte im Wasser stehen. So, dann haben wir hier die Ergebnisse dieses Versuches. Wo wir Veränderungen sehen, so wie wir es eigentlich erwartet haben, ist hier diese grüne Kurve. Zunächst recht stabile Situation, bis wir dann aufrichten. Man sieht, dass diese Kurve im Mittel hochgeht. Der Anstieg ist daraufhin zurückzuführen, dass der Proband aufgerichtet wurde und es somit zu einem Einlagern vom Blutvolumen in die Beine kommt, unter der Einwirkung der Schwerkraft. Dann haben wir nach einer gewissen Zeit den Druck eingeschaltet, um letztlich die Wasserwirkung zu simulieren. Und wir sehen, dass es zu einer Erniedrigung des Widerstandes wiedergekommen ist, was dadurch zu erklären ist, dass Blut aus den Beinen in den Brustkorb zurückbewegt wurde. Der Wasserdruck sorgt dafür, dass die strapazierten Venen der Beine wieder entlastet werden. Besonders ältere Menschen empfinden das als wohltuende Erleichterung. Doch nicht nur der menschliche Körper hat sich an ein Leben am und im Wasser angepasst. Auch Lebensformen im Wasser haben sich über Millionen von Jahren in besonderer Weise an den Menschen angepasst. Parasiten. Fast alle von ihnen, deren Lebenszyklus eng mit dem Wasser und gleichzeitig mit dem Menschen verbunden ist, stammen aus Afrika. Am Institut für Tropenmedizin der Universität Wien erforscht Horst Asberg seit Jahrzehnten die Infektionswege von Krankheiten, die durch Parasiten auf den Menschen übertragen werden. Allein 400 parasitische Einzeller und Würmer machen den Menschen mit Abstand zum meistbefallenen Wirt. Darunter sind Parasiten, die ausschließlich den Menschen nutzen, deren Lebenszyklus aber untrennbar mit dem Wasser verbunden ist. Zum Beispiel der Erreger der Blasenbilharziose. Bei Kontakt mit Wasser dringen die Larven dieses Wurms über die Haut in den Körper ein. Sie befallen vor allem die Harnblase. Ihre Eier gelangen mit dem Urin wieder nach außen. In den Tropen sind mindestens 120 Millionen Menschen von diesem Parasiten befallen, die meisten in Afrika. Somit ein Erfolgsmodell der Evolution, fein abgestimmt auf sein Wirtstier, den Menschen am Wasser. Eins steht für mich fest, die Bilharziose ist so komplex, der Zyklus ist so komplex,
dass das bedeuten muss, dass der Mensch eine lange und intensive Beziehung zum Wasser gehabt hat. Wann er die erstmals in der Intensität gehabt hat, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass es vor sehr langer Zeit war und das würde mit der Theorie von Nimitz durchaus in Einklang zu bringen sein. Horst Aspöck hält es für sehr wahrscheinlich, dass die durch den Menschen beeinflusste Evolution bestimmter Parasiten gleichzeitig mit der Entstehung des aufrechten Gangs eingesetzt hat. Vor 6 bis 7 Millionen Jahren. Selbst aus dem All ist der Mensch als ein Ufertier zu erkennen. Ein Blick auf die Erde bei Nacht. Die Lichter unzähliger Dörfer und Städte zeichnen die Umrisse großer Gewässer nach. Hier der Nil. Mehr als die Hälfte der Menschheit lebt heute an oder in der Nähe von Gewässern. Und viele von ihnen sichern so ihr tägliches Überleben. Etwa durch das Sammeln von Muscheln und Krebsen. Eine in den Tropen sehr weit verbreitete Form des Nahrungserwerbs. Gerade das flache Wasser in Ufernähe ist eine außergewöhnlich arten- und ertragreiche Nahrungsquelle. Weltweit gilt Fisch als eine der hochwertigsten und damit wichtigsten Ernährungsformen. Über 145 Millionen Tonnen werden jährlich auf Fischmärkten umgesetzt. Zu knapp einem Drittel deckt der Mensch seinen Bedarf an tierischem Eiweiß mit Fisch. Aber der macht nicht nur satt, er hilft auch, gesund zu bleiben. Fisch ist ein besonders wertvolles Lebensmittel, weil es ein sehr leicht verdauliches Eiweiß hat. Das heißt, es enthält kein Bindegewebe, wie man es bei Landtieren kennt. Dadurch ist es besonders gut verwertbar für den Menschen. Das ist eine positive. Das nächste ist, dass er sehr wertvolle Fette enthält. Die Lebensmittelchemikerin Ines Lehmann vom Max-Hubner-Institut ist auf der Suche nach wissenschaftlichen Proben auf dem Hamburger Fischmarkt. Denn hierher werden tagtäglich Fische und Meeresfrüchte aus aller Welt geliefert. Sie ist spezialisiert auf die Analyse von Inhaltsstoffen in Fischfleisch und Meeresfrüchten. Ines Lehmann sucht vor allem bei Fischarten, die neu auf dem Markt angeboten werden, nach solchen Inhaltsstoffen, die für den Menschen besonders wichtig sind. Die sogenannten Fettsäuren. Es gibt ganz spezielle Omega-3-Fettsäuren, die findet man nur in Fischen. In Fischen, Krebs und Weichtieren. Die findet man nicht im Warmblüterfleisch. Im Labor untersuchen die Lebensmittelchemiker das Filet eines aus Afrika stammenden Nilbarsches auf seinen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren. Diese besonders im Fischfleisch enthaltenen lebenswichtigen Verbindungen braucht der Mensch vor allem für die gesunde Entwicklung seines anspruchsvollen Gehirns. Besonders wichtig ist das während der Schwangerschaft und für Kleinkinder. Die Analyse zeigt, selbst Süßwasserfische aus afrikanischen Flüssen und Seen verfügen über die besonders wertvollen Fettsäuren EPA und DHA. Fisch ist damit eines der wichtigsten Lebensmittel überhaupt. Und das vielleicht schon seit Urzeiten. Der kanadische Ernährungsphysiologe Stephen Canaan ist davon überzeugt. Die Vorfahren des Menschen haben sich auf Fischnahrung aus afrikanischen Gewässern im Zuge der Evolution spezialisiert. Unser großes und komplexes Gehirn ist einzigartig in der Evolution. Es reagiert aber sehr empfindlich, wenn bestimmte Nährstoffe fehlen. Und da könnte Fisch eine wichtige Rolle gespielt haben, die Entwicklung dieses einzigartigen Gehirns zu ermöglichen. Lange Zeit jedoch haben Urmenschenforscher diese Aspekte übersehen. Weil Fische als Hauptnahrung nicht zu der Theorie einer trockenen Savanne als Wiege der Menschheit passen. Ich denke, wir haben bisher einen doch recht angriffslustigen Blick auf die menschliche Evolution. Wir mussten hinausziehen, um zu jagen. Das ist noch immer eine recht viktorianische Sicht der Dinge, dass wir an der Spitze des Tierreichs sind. Da erscheint das Fischen und Sammeln von Muscheln am Strand schon etwas banal. Wir suchen lieber nach etwas Glorreicherem.
Hochwertiges und nahrhaftes Fischfleisch könnte also vor 7 Millionen Jahren die Vorfahren des Menschen an die Ufer der Flüsse und Seen Afrikas gelockt haben. Und es gibt weitere Belege. Die Paläontologin Olga Otero ist eine von weltweit 3 Expertinnen, die sich mit fossilen Fischen aus der Zeit der Entstehung des Menschen auskennen. Dieser außergewöhnlich gut erhaltene Fisch stammt aus einem heute ausgetrockneten See des Tschad. Nur sehr selten findet man so gut erhaltene Fische wie dieses Prachtexemplar. Die ältesten nachweisbaren menschlichen Fraßspuren an Fischen sind 1,5 Millionen Jahre alt. Interessanterweise findet man diese Fraßspuren an Fischen, die man typischerweise in Austrocknungstümpeln findet. Es sind Katzenfische, die zum Ableichen in flache Tümpel wandern, wo sie leicht von Raubtieren gefangen werden können. Warum also nicht auch von Hominiden? Ein findiger Affe also, der vor 7 Millionen Jahren am Wasser lebt und daraus mit sehr wenig Aufwand hochwertige Nahrung sammelt. Könnte er der Vorfahre des modernen und aufrechtgehenden Menschen sein? Carsten Niemitz behauptet nicht, dass es so gewesen sein muss. Er hat aber Indizien gesammelt und daraus eine vielfältige wissenschaftliche Hypothese konstruiert. Sie bringt schon jetzt viel frischen Wind in die Urmenschenforschung. Also wenn ich ein Menschenaffe bin, ich kann nicht schwimmen, aber ich kann mich aufrichten in der Lendenwirbelsäule und ich muss meine Nahrungsgrundlagen aus dem tropischen Regenwald durch irgendwas anderes ersetzen, ist doch eine sehr sinnvolle Lösung, diese Nahrung in den Gewässern zu suchen. Dabei muss ich mich aufrichten, ich kann gar nicht anders. Ja, und dabei wird auch noch sozusagen der aufrechte Gang konstruktiv unterstützt. Das ist eine Hypothese, da kommen 4 verschiedene Faktoren zusammen, die alle miteinander verknüpft sind. Und das ist für mich eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit als jede andere Hypothese, wo nur ein Faktor eine Rolle spielt. Keiner weiß, ob unsere oder seine Idee richtig oder falsch ist. Aber ich denke mal, was wir beide tun, ist irgendwo, wir motivieren oder wir inspirieren die Wissenschaft. Ich denke, dass wir alle etwas beitragen. Und das zwingt uns dazu, unseren Blickwinkel neu auszurichten. Ich bin sicher, dass Afrika noch nicht das letzte Wort gesprochen hat. Deshalb werde ich dort auch weiter forschen. Den endgültigen Beweis gibt es nicht. Aber die Idee vom Menschen als Ufertier gilt inzwischen als sehr wahrscheinlich. Und damit als schlüssige Erklärung für den aufrechten Gang des Menschen. Und so ganz nebenbei liefert Carsten Niemitz auch ein Erklärungsmodell dafür, warum der Mensch so gerne badet, vom Haus am See träumt und ganz verrückt ist nach Fisch und Meeresfrüchten.